Morgen, ich habe das Zeug geschnitten für Maxis T-Shirt, das liegt auch schon hier. Das werde ich jetzt schnell mit euch gemeinsam pressen, dass ihr auch da seht, wie ich vorgehe. So, ich nehme jetzt erstmal mein T-Shirt, positioniere mir das so, wie ich möchte. Ich habe mir das vorhin schon ausgemessen. Ich könnte jetzt hier noch sagen, okay gut, ich presse mir die Mitte. Machen wir das mal. Und die Höhe. Aber hier habe ich zumindest jetzt schon die Höhe, die ich haben möchte. Hier ist die Mitte und gerade ist alles abgesegelt, was ich brauche. So, ich presse jetzt kurz vor, wie gesagt, frisch gewaschen, dass mir hier die Restfeuchte rausgeht und eben, ihr wisst, wie es ist, wenn man bügelt, dann werden die Sachen wieder größer. Nicht erschrecken, bei uns läuft der Staubsauger, aber da kann ich jetzt nichts dran ändern. So, ich habe das Schwert geschnitten, das lege ich mir auf die Seite. Hier ist die Outline, die machen wir als erstes, dass ich einfach weiß, wo ich hin muss. Gesicht und so weiter und so weiter. Ich habe hier den Anschiebetisch, der kommt hoffentlich für euch auch bald wieder. Im Moment hängt er natürlich fest, wie so viele andere Sachen aufgrund des Coronavirus. So, jetzt mache ich mir hier das mal auseinander. Ihr seht, wildes Verteilen von Einzelteilen, aber so kann ich für mich einfach am besten. So, hier ist schön alles außenrum, einfach für mich jetzt. Ihr könnt es auch auf dem Boden machen, wie ihr möchtet. Ich fange jetzt mit der Outline an. So möchte ich es haben. Und presse das Ganze hier 5 Sekunden auf. Warte ich natürlich, bis man das eigentlich mal wieder festmachen muss, Backpapier, mache ich dann auch gleich. So, jetzt warte ich ein bisschen, bis es abgekühlt ist. Bin ganz vorsichtig, ist noch sehr heiß. Auf diesen Ausgleichskissen bleibt das Zeug natürlich viel länger heiß, wie wenn ihr es mal kurz hochhebt. So, ich lupfe, alles ist gut, ziehe es von unten nach oben ab, nicht hektisch, nicht, dass es sich einfach, dass das Textil sich nicht dehnt. Weil auch das ist immer ein Problem, wenn man sagt, es hat sich, es ist nicht geschrumpft, sondern das Textil hat sich einfach geweitet. So, jetzt haben wir als erstes den Drachen. Den setze ich mir hier mal ein. Geht super, weil ich ja die Outline habe, an der ich mich orientieren kann. Und um natürlich Zeit zu sparen, die Sache kennen wir ja schon, setze ich mir doch vielleicht gleich hier schon mal Hose und das da oben noch drauf. Das Schwert mache ich nicht, weil das Schwert ist Glitzer Mega Funkel. Das ist, mache ich zum Schluss. Wobei es ist auf dem Ausgleichskissen, das ist nicht ganz so schlimm. Machen wir das mal mit. So, haben wir das Schwertchen schon mal rein. So, danach. Dann presse ich 3 Farben aufeinander, einfach um Zeit zu sparen. 1, 2, 3, 4, 5. Und Schluss. Da muss ich jetzt warten. Das ist nicht eine Designfolie, es ist eine Aquarell. Seht ihr? Oh, ich finde die toll. Ich bin ja ein riesen Aquarell-Fan. Ich hatte hier übrigens mehrere Folien zur Auswahl, habe mich dann aber doch für Aquarell entschieden, weil mir Aquarell unheimlich gut gefällt. So, ziehen wir das mal ab. Vorsichtig, dass ich nichts hier die Schuhe. Jetzt gucke ich bei der Aquarelle, die ist aber auch schon da, wo sie sein soll. Sehr schön. Weiter geht's. Der Drache wird jetzt vollendet. Der hat ja nur 2 Farben. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir die Krone fertig. Dann machen wir gleichzeitig das T-Shirt und die Schuhe. Genau. Weiter geht's. Also, wir sind jetzt bei 15 Sekunden gleich. Ich habe quasi immer jetzt 5 Sekunden gehabt. Jetzt gucke ich ganz vorsichtig, das ist noch nicht fest. Da warte ich jetzt, bis es ein bisschen ausgekühlt ist. Ich kann es euch aber schon mal zeigen, wo wir farblich gerade stehen. Da bitte lieber kurz. Ja, jetzt ist es nicht mehr so heiß. Genau.
Schuhe und ist noch nicht ganz fest. Jetzt vorsichtig. War noch nicht ganz fest. Da hat sich es noch nicht ganz verbunden. Das macht aber nichts. Jetzt kann ich hier schon mal anfangen, das Gesicht einzusetzen, die Hautfarbe. Und dann mache ich im letzten Gang gleich die. Oh, ist noch heiß hier unten drin. Deswegen ist es noch brennend heiß. Einfach durch das Ausgleichskissen. Hier ist es kühl, aber das Ausgleichskissen, dieser Schaumstoff, behält oder speichert die Hitze einfach zu lange oder länger, als ich das möchte. Dann habe ich Zeit in Ruhe, meinen Körper einzusetzen. Mein Näschen und so. So. Jetzt wedel ich mal. Ist noch sehr, sehr heiß. Genau, jetzt wird's. So, zwei noch. Einmal das Gesicht und einmal noch die Haare. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sind wir jetzt? Wirklich? Ja, perfekt. Und noch schnell die Haare. Dann sind wir fertig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt warte ich noch, bis es ein bisschen abgekühlt ist, dass die Flex in Gelb drauf ist. Und fertig sind wir. Presse gleich ausmachen, sonst vergesse ich es wieder. Mit dem Glitzerschwert, wie ihr seht. Und fertig ist das Motiv. Ich wünsche euch einen schönen Vormittag. Bis dann!